Herzlich willkommen in Kenia, herzlich willkommen in der Masai Mara. Hier bin ich mitten in einem Safari-Camp und wir haben gerade noch die Ausläufer der Regenzeit und von El Niño. Entsprechend regnet es hier gerade ziemlich kräftig. Hier vor Ort jetzt noch nicht, aber ihr seht vor uns die schweren Regenwolken, die vielleicht auf uns hier zukommen könnten. Und so wie das Zelt dort hinten, so sieht auch mein Zelt von außen aus. In dem kleinen Fluss, der da unten fließt, sind immer wieder gerne Flusspferde, so süße kleine Hippos und Krokodile und so weiter. Ist also nicht ganz angeraten, dort baden zu gehen. Mein Zelt wurde uns gesagt, das sollten wir auch immer schön zumachen am Tage, denn sonst helfen uns die Affen beim Auspacken. Das also ist mein Zelt, in dem ich jetzt 2 Tage bin. Und dann gehen wir doch mal rein. Dieses ist das wunderschöne Bett. Mein Zelt trägt den schönen Namen Kiboko. Kiboko auf Kiswahili heißt nichts anderes als Hippo, also Flusspferd. Und entsprechend ist hier alles auf Flusspferd eingerichtet. Die anderen Zelte haben andere Namen und haben entsprechend anders gestaltete Kissen. Hier haben wir einen offenen Schrank zur Seite. Da stehen auch Gummistiefel drin, die bei dem Wetter ganz sinnvoll sind. Und auf der anderen Seite ist ein Schrank, wo schon mein Koffer, meine Herbera-Tasche steht, auch mit Gummistiefeln, Decken, und die Hippo-Tasche ist die Wäschetasche. Der Laundry-Service, wenn man hier etwas zu waschen hat, ist kostenlos. Ja, was haben wir noch? Hier geht es auch so ein bisschen um eine persönliche Sicherheit. Entsprechend liegen hier auf dem Tisch hier neben dem Bett eine Taschenlampe, eine Pfeife für den Notfall und ein Walkie-Talkie, das auch immer an sein sollte. Wie ihr seht, gibt es ein schönes Doppelbett und 2 kleine Einzelbetten, also ideal für eine Familie. Es gibt hier auch etwas größere Familienzelte. Dort haben wir eine Trinkwasserstation und die Dose, die hier daneben steht, ist für Moskitos oder gegen Moskitos eher ein Spray. Und dann zeige ich euch die schicke Dusche hier und das Badezimmer, wenn man so will. Hier haben wir also schöne Waschtischmöglichkeiten mit Seife, Handtüchern, allem drum und dran. Die Dusche wird von außen von einem großen Wassereimer gespeist, angeblich mit 25 Litern. Man muss sich also beim Duschen hier etwas zusammenreißen. Kann nicht ewig duschen, sondern sollte vielleicht beim Einseifen das Wasser ausmachen und mal lernen, Wasser zu sparen. Da die Wasserflasche hat extra Wasser für Zähneputzen, Mund ausspülen, und da haben wir das Klo hinter diesem schönen Vorhang. Hier befindet sich auch nochmal ein kleiner Schrank mit Klopapier und Co. Ja, dieses also ist, wenn man so will, die Nasszelle, und das ist das Zelt. Dieses Camp hat nicht mehr als maximal 20 Betten, also für 20 Personen ausgelegt. Es ist ein absoluter Luxus, hier zu sein. Es gibt keinen Zaun drumherum. Es ist traumhaft abseits gelegen in der Masai Mara. In einem neueren Teil, der ist seit kurzem zu der großen Masai Mara hinzugekommen ist. Insofern überhaupt nicht touristisch überlaufen. Und wundervoll ursprünglich. Ich bin schon gespannt, was wir noch alles an Tieren sehen werden. Heute haben wir bereits Elefanten, Antilopen, Gazellen, Warzen, Schweine und Co. gesehen. Und die anderen großen Tiere kommen jetzt wahrscheinlich noch heute und morgen dran. Also, hier gibt es kein Internet, nebenbei gesagt. Es soll zwar mal WLAN kommen, und wenn man eine kenianische Mobilfunkkarte hat, dann kann man hier auch selbst ins Internet reingehen. Aber wir bleiben jetzt hier mal offline. Es ist schließlich auch wunderschön so. und wir genießen die Ruhe. Also, herzlich liebe Grüße aus der Masai Mara in das kalte Deutschland. Wir genießen das hier mal. Ciao, ciao.